Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Die Andernacher haben am vergangenen Wochenende mächtig gefeiert und das auf unterschiedlichste Weise. Der sogenannte First Friday hatte gemeinsam mit den zahlreichen Besuchern eine Reise in das Morgenland unternommen. Die Andernacher Einzelhändler und Gastronomen hatten die Innenstadt in einen orientalischen Basar verwandelt. Selbst von weit her kamen die Menschen, die sich dieses besondere Einkaufserlebnis nicht entgehen lassen wollten. Da gab es beispielsweise den Bauchtanz in bunten Kostümen aus 1001 Nacht zu bestaunen, aber auch andere musikalische Darbietungen. Das First-Friday-Publikum wurde auch durch die interkulturelle Band Tonspuren mit auf eine musikalische Reise genommen. Ein perfekter Auftakt für das Fest der Feste in Andernach, das Fest der 1000 Lichter. Der Andernacher Verkehrs- und Verschönerungsverein hatte für den Freitagabend eine große Party in den Rheinanlagen organisiert. Mit dabei die bekannte Schlagersängerin Vanessa Mai mit Band. Rund 2000 Besucher waren dabei und konnten sich bereits im Vorprogramm von Dari, Stefan Peters und Sonja Liebig beim Auftakt der Riverside Party in Feierlaune bringen lassen. Zum Highlight dann schließlich der Auftritt der energiegeladenen Künstlerin, die ihr Publikum zu begeistern wusste. Die Fortsetzung gab es am Samstag auf der großen SWR1-Bühne. Moderator Veit Berthold und die Band Hit Radio Show brachten die Hitklassiker aus Rock und Pop zu Gehör. Damit nicht genug, auch das Outfit passte, Kostüme und die passenden Accessoires ließen die Megastars fast wieder vor den Augen des Publikums lebendig werden. Das Highlight des Wochenendes folgte am späten Abend in Form der farbenfrohen pyrotechnischen Inszenierung. Vom Rheinufer aus oder auch von den vielen Personenschiffen wurde das viertelstündige Feuerwerk verfolgt. Ein gigantisches Finale für das Fest der 1000 Lichter, das seinen Namen sicherlich nicht zu Unrecht trägt. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse.